Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Cashpoint Esteran der Faltach Arena TV. Ja, was war das für eine Woche in der letzten Zeit? Zuerst der Derby-Sieg gegen Austria Lustenau, dann das Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Die Bilder zu den beiden Partien sehen Sie gleich. Dann haben wir in dieser Sendung noch einen Bericht zu unserem Sponsor Ender Klimatechnik. Wir blicken hinter die Kulissen der Kantinencrew in der Cashpoint Arena. Und natürlich haben wir eine Umfrage gemacht zum aktuellen Thema über die Schiedsrichterdiskussion. Den Start machen wir aber mit dem Derby gegen Austria Lustenau. Die Highlights dazu sehen Sie jetzt. Die Fans in der Cashpoint Arena waren heiß auf das Derby gegen den Länder-Erzrivalen Austria Lustenau. Kurz vor der Halbzeitpause durfte in der Cashpoint Arena endlich gejubelt werden. Innenverteidiger Alexander Gurm wagte sich über die Mittellinie und wurde von Peter Pöllhuber gestoppt. Der Altach-Kapitän führte den Freistoß schnell aus, spielte auf Daniel Schütz, der umkurfte Mendes und traf zur 1:0 Führung für die Randorfler. Fast hätte Altach noch vor dem Seitenwechsel nachgelegt, aber sowohl Daniel Schütz als auch Tomi brachten diese Hereingabe von Patrick Scherer nicht im Tor unter. Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausern dann Glück. Der Treffer von Gerald Krajic war eigentlich regulär, wurde von Schiedsrichter Gangl aber aufgrund einer angeblichen Abseitsstellung nicht gegeben. Es blieb also bei der 1:0 Führung für Altach. Die Gäste aus Lustenau drückten nun auf den Ausgleich und hatten auch gute Möglichkeiten. Sowohl Sascha Boller mit diesem Weitschuss als auch Manuel Honig scheiterten mit ihren Granaten aber am erneut bärenstarken Altach-Keeper Martin Kobras. Der SCRA machte es besser, Angriff über die rechte Seite. Harry Unverdorben flankte auf Tomi und der Spanier brachte seine Mannschaft mit 2:0 in Front. In der Schlussphase wurde Mendes nach diesem Foul an Tomi ausgeschlossen, Unverdorben verschoss aber den fälligen Strafstoß. Und kurz vor dem Schlusspfiff vergab Tomi noch diese Dreifachschuss. Altach siegte aber dennoch verdient mit 2:0. Gratulation nochmals an unsere Jungs zum Derby-Sieg über Austria Lustenau. Gesprächsthema Nummer 1 nach dem Derby waren aber die Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. Hier hat sich eine wahre Diskussion entbrannt. Wie die Lustenauer und Altacher dazu stehen, hören Sie und sehen Sie in der folgenden Umfrage. Meiner Meinung nach liegt sie das immer aus. Weil wenn ich zum Beispiel in Altach anschaue, was wir in der Vorsaison, wo wir abgestiegen sind, damals der T-Mobile, was für Benachteiligungen wir gehabt haben von den Schiedsrichtern, es ist eigentlich der Grund, warum wir abgestiegen sind. Aber was will man machen? Es sind Tatsachenentscheidungen. Und noch eine Runde, dann ist unser Leben einfach fabelhaft. Es ist immer ein anderer Blickwinkel, den der Zuschauer hat, den der Schiedsrichter hat. Ich weiß nicht, ob man den gleichen Schiedsrichter ablehnen kann. Wenn ich so an Handball denke, weil ich Handballerin bin, das sind einfach Sekundenentscheidungen, wo ein Schiedsrichter einfach denkt, das ist meine Meinung und dann pfieft er das. Und noch eine Runde, dann ist unser Leben einfach fabelhaft. Ja, Nummer 1 ist das Wunschkonzert mit Schiedsrichtern und der Fußball lebt für Fehlentscheidungen. Und ich würde es nicht machen. Was ich machen würde, ist, ich würde für das ländliche Derby keinen ländlichen Schiedsrichter nehmen. Die Diskussionen um die Schiedsrichterentscheidungen, eine wohl unendliche Geschichte. Nur 2 Tage nach dem Derby wurde aber wieder Fußball gespielt und zwar wieder in der Cashpoint Arena. Zu Gast war dieses Mal der deutsche Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Er stand dabei natürlich im Mittelpunkt. Superstar Michael Ballack war mit seinem neuen Team nach Altach gekommen und sah in der ersten Hälfte gleich 3 Aluminiumtreffer seiner Kollegen. Zunächst traf Patrick Helmes nach einem herrlichen Zuspiel von Nikolai Jörgensen nur den Pfosten. Wenig später versuchte es Jörgensen selbst, aber auch der Däne zirkelte den Ball nur an den Pfosten. Kurz vor der Pause hatte auch Ian Derdjok noch eine Möglichkeit, aber auch der Schweizer traf bei diesem Kopfball nur die Querlatte. Nach dem Seitenwechsel machte es der deutsche Bundesligist wesentlich besser. Lars Bender mit dieser Zuckerflanke auf Ian Derdjok und der Schweizer Nationalspieler brachte seine Mannschaft mit diesem Kopfballtor in Führung. Kurz vor Schluss durfte der Werkself noch ein zweites Mal jubeln. Patrick Helmes kam über Umwege im Strafraum an den Ball und versenkte die Kugel zum 2:0 im langen Eck. Endstand im Testspiel zwischen dem Cashpoint Esteran auf Altach und Bayer 04 Leverkusen also 0:2. We'll be right back.
Wir Wälder kennen die Spielregeln. Wir vermelden schon natürlich los. Mit einer neuen Heizung. Mit einer ertragreichen Solaranlage. Mit einer sauberen Lüftung. Mit einem starken Zentralstaubsauger. Mit einer besonderen Badelandschaft. Und mit der perfekten Beratung. Mit dem Wälderentscheid natürlich wie am Ballen. Sowohl im Derby gegen Lustenau als auch im Spiel gegen Bayer Leverkusen waren wieder tausende Gäste in der Cashpoint Arena. Sie alle wollen vor, während oder auch nach dem Spiel zu essen und zu trinken. Wie das Ganze vonstatten geht und wie viele Leute dazu benötigt werden, um diese zahlreichen Besucher zu versorgen, das sehen Sie im folgenden Beitrag. So sieht es also aus hinter der Theke der Clubheimkantine in der Cashpoint Arena. Emsig sind dort zahlreiche Helfer im Einsatz und jeder hat seine ganz bestimmte Aufgabe. Eine der Helferinnen ist Frau Loretz. Sie stand uns in einer ruhigen Minute Rede und Antwort. Die Pause geht dann gleich mal rund. Wir sind schon als Vorbereiter, dass noch Salz kriegt und läuft und dass wir als in kurzer Zeit rauskriegen. Vorne bei der Ausgabe sind wir zu viert. Hin im Clubheim ist noch eine Person und im Grill sind noch zwei Leute. Beim Spiel immer viele Leute, besonders hier beim Derby. Wie lange dauert die Vorbereitung? Also wir kommen jedes Match ungefähr zwei Stunden vorher zum Eis herrichten, dass alles noch reibungslos abläuft. Ja, und Sigrid, die wo das gehört, ist immer schon eine Stunde vorher da, also sicher drei, vier Stunden vor dem Match. Und nach dem Spiel seid ihr auch die Letzten, die weg sind? Ja, genau. Man sieht ja nach drei, vier Stunden nach dem Spiel. Es kann auch fünf Stunden werden. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch an die zahlreichen Helfer, die bei jedem Heimspiel in der Cashpoint Arena im Einsatz sind. Im Einsatz war auch das Team von Arena TV und zwar bei einem Sponsor. Wir haben das Unternehmen Enderklima in Altach besucht. Ja, wir sind heute wieder zu Gast bei einem langjährigen Partner des Cashpoint SC Rheinfalltach bei Enderklima, Kurt Ender, der Firmeninhaber. Kurt, was hat dich damals dazu bewegt, um eine Firma zu gründen? Ja, ich war an und für sich ein Spätstarter. Ich war 33, als ich die Firma gegründet habe. Und mich hat es einfach dazu bewogen, weil ich einfach für mich und für meine Mitarbeiter, die ich da zum Mal kam, vier sind gleich mit zum etwas Selten. Und es war eigentlich eine schöne Zeit, die ich da gemacht habe mit dieser Sache. Wir sind in der Klimatechnik, machen alles, was mit Anlagenbau in der Klimatechnik zu tun hat. Und es war einmal für mich war es einmal eine Situation, wo ich gesagt habe, ich will einmal mit solchen Leuten arbeiten. Das ist natürlich nicht lang gegangen. Wir haben dann einfach sehr viel Erfolg gehabt in unserer Branche, in unserem Land und haben sehr gute Kunden und Kunden können betreuen und haben auch im Anlagenbau für die viel gemacht. Und aufgrund dessen hat sich dann die Mannschaft bis heute entwickelt und heute sind wir 30 Jahre alt und haben 40 Mitarbeiter. Eine langjährige Geschichte, wie es der Name schon sagt, Enderklima, verantwortlich für warm-kalt. Verantwortlich für warm-kalt, das heißt, wir haben auch in diesen Jahren, wo wir jetzt am Markt sind, auch Kinder dazugekriegt und Kinder neu gegründet und das ist unser Gebäudemanagement. Wir machen da Energiecontracting, machen Energiebewirtschaftung und Energiesteuerung und das ist eigentlich heute die Zeit, wo wir eigentlich viel tun können. Enderklima, 30 Jahre alt, 40 Mitarbeiter, viel zu tun gibt's. Ihr habt Firmenkunden, kann auch ein Privater zu euch kommen? Bei uns kommen alle Kunden zu uns kommen. Bei der Privatkunde im reinen Hauslüftungsbereich machen wir wenig. Aber bei uns geht das in jedem Moment los, wenn er einmal eine größere Sache hat, wenn er eine Sauna hat, wenn er ein Solarium hat, wenn er ein Schwimmbad hat. Und wir haben sehr viele private Kunden und auch die nächsten Jahre wird sich das noch entwickeln. Die Firma Enderklima aus Altach, seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner des Vereins. Eine Meldung habe ich noch zum Schluss, und zwar von unseren Amateuren. Die Mannschaft von Trainer Peter Jakobitz musste sich in der ÖFB-Cup-Vorrunde nach einer 2:0-Führung leider dem FC Dornbirn mit 2:4 geschlagen geben. Bereits morgen sind unsere Mannen wieder im Meisterschaftseinsatz. Zum Auftakt geht es ab 18 Uhr in der Cashpoint Arena gegen Austria Salzburg. Bereits heute Abend ist unsere erste Kampfmannschaft im Einsatz. Ab 20.30 Uhr geht es auswärts gegen die Vienna. Drei weitere Punkte werden hoffentlich dazukommen. Alle Fans haben die Möglichkeit, das Spiel im TV anzusehen. ORF, Sport Plus und Sky übertragen ab 20.30 Uhr live. Das war's hier von Arena TV für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder unter www.scra.at reinklicken würden.